Hallo zum Tageshoroskop vom 5.12.2023. Wir schauen an diesem Dienstag wieder, wie die Sterne stehen. Und da nehme ich wieder das bewährte Mitternachtshoroskop, das hier ein Abbild der aktuellen kosmischen Lage darstellt. Und dort haben wir den Aszendenten weiterhin im Zeichen Jungfrau. Und der Aszendent zeigt ja immer, was hier in die Welt kommt. Und da geht es hier mit dem Jungfrauzeichen um Umweltthemen, um Arbeitsthemen oder um Gesundheitsthemen betont. Jetzt haben wir halt auch noch weiterhin hier stark betont das Ganze mit Juno und Arabia, dem Asteroiden, beides Asteroiden hier. Und das zeigt also die Beziehungen, die arabischen Beziehungen. Und wenn man das zusammenzählt, also hat man natürlich dann die arabischen Beziehungen in Bezug auf Umwelt. Das Ganze hier auch noch in der Dekade, in der zweiten Dekade, die eine Steinbockfärbung hat. Dementsprechend geht es also um staatliche Umweltthemen und das Ganze in Beziehung zu Arabien. Und dann haben wir natürlich passend die weiterhin den Klimagipfel in Dubai, der momentan weiterhin ein ja, betontes Thema dieser Zeit ist. Und beherrscht wird das Ganze hier mit Merkur im Steinbock oder von Merkur im Steinbock, der hier ja, Gedanken und Strategien beschreibt, die von staatlicher Seite kommen, weil Merkur ist ja im Steinbockzeichen und betrifft dann halt die Heimat, also quasi die Abgeordnetendelegation hier, die quasi die Verantwortung für das Klima tragen, weil der Merkur ja beherrscht wird im Steinbock vom Saturn und dieser Saturn wiederum ist hier in den Fischen und die Fische sind das Zeichen der Grenzübergänge, ja, des Klimas, der Umwelt und dementsprechend ist das hier natürlich stark betont. Das ist eine Thematik. Eine zweite Thematik, die auch gerade betont ist, also wenn man jetzt den Asteroid Arabia hier mal weglässt und den Juno, dann geht es also mit dem Aszendenten in der Jungfrau, sagte ich ja anfangs, also auch um die Themen Arbeit und das Ganze hier, oder beziehungsweise Anpassung auch in der Jungfrau und das Ganze im Steinbock, Unterzeichen hier in der Steinbock-Dekade, bringt dann also eine Prüfung von Arbeit, beziehungsweise auch Einschränkungen, was ja Anpassung angeht oder Einschränkungen in Bezug auf ja, Details. Und das Ganze hier findet in der Heimat statt mit dem Merkur. Und wenn man den modernen Herrscher nimmt, Chiron, dann geht es hier um ja, neue Impulse in Bezug auf Finanzierung. Und jetzt haben wir also das ist ein weiteres großes Thema ja aktuell, die Bürgergelddiskussion. Und das passt dann natürlich auch, weil beim Bürgergeld geht es darum, dass man sich anpasst durch eine Reduktion. Also man hat ja vor, das einzusparen. Und mit Merkur im Steinbock ist es halt auch aktuell so, dass man tendenziell eher die Dinge schmal hält. Also im Steinbock, da zeigt man sich nicht großzügig. Also das ist ganz interessant, weil Merkur ist im Steinbock und da hat man quasi, fährt man so einen Sparfilm. Aber die Sonne und der Mars, die beschreiben was ganz anderes. Also Mars sind ja die Energien, die Impulse und Sonne beschreibt ja das Verhalten und das ist halt sehr großspurig eher im Zeichen Schütze. Allerdings ist natürlich Schütze auch das Zeichen des Auslandes und man macht hier mit Mars dann neue Ziele, steckt man sich, neue Impulse von Führungskräften im Ausland, im Zeichen Schütze im Ausland und da bespricht man dann halt Einsparungen. Oder spricht über die Verantwortung für die Umweltthematik. Also auch das erklärt sich da. Ja, und in Bezug auf Bürgergeld oder in Bezug auf Einsparungen oder Finanzierung, es bleibt ja auch weiterhin die Haushaltsdiskussion, also wo sind die Milliarden, ja, die man hier einsparen muss. Da haben wir natürlich weiterhin auch hier deutlich zu erkennen, immer noch die Venus-Pluto-Spannung. Also mit der roten Linie hier, die ich hier mal schwarz unterzeichne hier. Also das ist immer noch so, dass man hier eine Finanzkrise dargestellt hat, kosmisch.
Also das heißt, Finanzen, Sicherheit, Beziehung stehen hier unter Druck. Und Pluto im Steinbock beschreibt zum Beispiel auch die Masse, die Masseneinschränkung. Also Pluto ist die Masse und Steinbock ist das Zeichen der Gesellschaft. Also die Masse in der Gesellschaft wird finanziell eingeschränkt. Die Masse wird hier zum Sparen quasi gezwungen mit dem Spannungsaspekt. Ansonsten individuell kann es natürlich auch sein, dass man gerade irgendwie eine Finanzkrise durchlebt. Sicherheitskrisen kann das natürlich auch anzeigen. Also Stichwort Weihnachtsmärkte, da sind ja weiterhin auch leider kritische Tendenzen. Und das ist ja auch nachvollziehbar durch diese Spannung hier. Und Pluto ist natürlich auch Fanatismus. Also Fanatismus steht in Spannung zur Sicherheit. Und ansonsten individuell kann es natürlich auch noch sich um Beziehungen drehen, um die Liebe. Der Asteroid Liebe ist ja auch mit dabei hier bei der Venus. Und auch die Venus an sich ist ja die Liebesgöttin. Also eine starke Betonung von Liebesthemen und die in Spannung stehen zu Vorstellung oder die in Spannung stehen zu einer Krise oder in Spannung oder beziehungsweise Druck durch eine Bindung mit Altersunterschied. Das wäre natürlich auch denkbar. Also, dass man in jemanden verliebt ist, der viel älter oder viel jünger ist. Das wäre eine Möglichkeit. Außerdem beschreibt es halt auch noch viel, ja, also oder sehr intensive Gefühle, viel Eifersucht möglicherweise, Manipulation in der Liebe kann es auch anzeigen. Also das ist hier schon schwierig, also etwas schwieriges kosmisches Wetter für Beziehungen gerade, was das angeht. Trennung natürlich auch. Pluto beschreibt ja den Tod oder das Ende. Also im schlimmsten Fall natürlich auch. Kann das natürlich auch den Tod dann anzeigen, aber ansonsten einfach auch, dass ein Ende in einer Beziehung angezeigt ist. Vielleicht auch für Schwester oder Tochter hier, dass dort etwas zu Ende geht. Und zusätzlich haben wir ja auch weiterhin die Spannung, die ziemlich exakte Spannung hier, auch die andere rote Linie hier von Mars und Sonne hier zum dunklen Mond, der hier dicht beim Mond in der Jungfrau steht. Und das bringt also ja emotionale Streits oder auch der dunkle Mond beschreibt ja auch Manipulation beziehungsweise Schattenthemen in der Familie, Geheimnisse in der Familie, Geheimnisse, die Emotionen betreffen. Dann der Mond und der dunkle Mond sind ja hier auch im Bereich des 12. Hauses, wo es hier eh um verborgene Themen geht oder wo alles noch so zwischen den Stühlen ist, wo es quasi noch nicht das Licht der Welt erblickt hat. Und ja, und auch die Spannung vom dunklen Mond hier zu Mars beschreibt halt auch zum Beispiel Gewalt in der Familie, Gewalt gegen Frauen oder auch die Gefahr von ja, dunklen Themen in Bezug auf Aggressivität und dementsprechend auch die Gefahr von Attentaten. Also das ist leider die Gefahr aktuell und das nimmt jetzt langsam Stück für Stück ab, aber ist halt noch ziemlich zentral hier. Ja, und ansonsten ist es aber auch in positiver Hinsicht zum Beispiel so, dass man sich vielleicht befreien kann durch Neuanfänge. Die Neuanfänge können hier mit Fortbildung zusammenhängen, die Neuanfänge können mit dem Ausland zusammenhängen. Man kann vielleicht neue Überzeugungen haben, die einen Neustart erlauben, wo man sich befreien kann. Und ansonsten beschreibt der dunkle Mond und Lilith natürlich auch ja, Frauenpower. Einsatz für Minderheiten gegen Ungerechtigkeiten, auch das ist momentan sehr stark hier angezeigt. Ja, und aktuell geht es also, wenn man hier das zweite Haus anschaut, das ist ja hier im Zeichen Waage, also substanziell geht es aktuell um Kontakte, Beziehungen oder um geistigen Austausch. Herrscher Venus bei dem Asteroid Liebe, es geht also hier um verstärkt auch um Liebe oder um Finanzen, die hier eine Spannung hier haben zu Pluto, das hatte ich ja erwähnt eben. Also es ist so, dass hier Krisen die Beziehung stark unter Druck setzen. Und ja, mit der Sonne hier am IC ist es halt auch so, dass man sich sehr stark zurückzieht. Dass man vielleicht ja, Familienthemen oder Immobilienthemen, Wohnthemen oder emotionale Dinge gerade klären möchte und das halt gerade einen besonderen Fokus im Leben beschreibt. Also, das ist hier stark betont.
Und dann haben wir ja auch die Verbindung von Venus zu Saturn. Und beide sind auch noch in Verbindung zum Asteroid Chaos mit Vesta dabei. Das beschreibt also so eine innere Motivation, aber auch chaotische Szenarien, die hier mit Einsparungen zusammenhängen oder mit Prüfungen, mit Trennung und das Ganze hier mit Beziehung oder mit Finanzen verknüpft. Ja, und dann haben wir auch noch den Jupiter hier mit dem dunklen Mond verbunden. Das will ich auch noch mal kurz erwähnen. Und zwar, das beschreibt also so, also Jupiter beschreibt ja Expansion und natürlich auch den Groß- und Außenhandel, internationalen Handel. Also der globale Handel, der ist hier in Verbindung mit dem dunklen Mond. Und der dunkle Mond beschreibt halt unter anderem halt auch dunkle Völker, also rein optisch oder inhaltlich. Also beides kann das tendenziell beschreiben. Und jetzt haben wir ja gerade die Situation, dass es gibt gerade so Verhandlungen auf EU-Ebene mit Südamerika. Mercosur-Abkommen heißt das, glaube ich, so ein Freihandelsabkommen. Das sollte eigentlich ein riesiges Freihandelsabkommen sein zwischen EU und Südamerika und das droht gerade zu scheitern. Und es ist halt auch so, wir haben zwar hier diesen Kontakt von Jupiter zu Lilith, der relativ günstig sein könnte, aber Jupiter ist halt rückläufig. Und Jupiter ist ja hier im Zeichen Stier, im Finanz- und Wertezeichen Stier. Und damit wird der Jupiter quasi beherrscht von der Venus, weil die Venus die Herrscherin vom Stier ist. Und die Venus wiederum, das hatte ich ja eben gesagt, die steht ja hier im Skorpion. Und im Skorpion ist es halt so ein Schwarz-Weiß-Denken oft und da wird auch viel manipuliert. Und dann ist die Venus ja auch noch in Spannung zum Herrscher vom Skorpion, dem Pluto. Und das beschreibt also gerade so Machtkämpfe, also ein Machtkampf zwischen Südamerika und EU ist das unter anderem. Ja, Ergebnis des Tages, MC im Zeichen Zwillinge, auch da sieht man hier wieder, Handelsthemen sind betont. Also der Herrscher für den Groß- und Außenhandel ist der Jupiter und der Herrscher für den normalen Handel ist der Merkur. Und der Merkur beherrscht ja den Zwilling, das Zwillingszeichen. Also das heißt, der Handel in der Heimat ist hier betont und quasi beherrscht gerade die Öffentlichkeit oder halt auch vielleicht Kommunikation auf der beruflichen Ebene. Und da geht's, und auch das ist gerade reduziert, weil der Merkur als Herrscher ja im Zeichen Steinbock steht. Beziehungsweise dort kann es einfach sein, dass es um Verantwortung geht oder um Einschränkungen, dass quasi die, ja, die, muss ich, es ist ja kein Geheimnis, dass die Wirtschaft hier den Bach runtergeht. Ja, das sage ich ja schon lange, ich glaube schon das dritte Jahr, also das war ja schon länger abzusehen, dass der Saturn hier in den Fischen die Auflösung der Systeme beschreibt und unter anderem natürlich auch der Wirtschaft. Ja, und dann steht natürlich auch das Ganze, der Saturn ja quasi unter der Herrschaft von Neptun und Neptun steht im eigenen Zeichen sehr stark. Also dementsprechend sind also Einschränkungen durch, also, oder Auflösungen von Wirtschaft oder von Systemen, aber halt auch Einschränkungen durch Wasser sehr stark betont. Und beziehungsweise steht der Neptun sehr stark im Zeichen Fische, im eigenen Zeichen, und dementsprechend sind das halt auch sehr, sehr starke Auflösungsprozesse oder Einschränkungen, die man dann erleben kann, die Fische, beziehungsweise Neptun betont dann sind. Ja, das zum heutigen Tag. Genau, der Mond noch ganz kurz. Der Mond bleibt den ganzen Tag in der Jungfrau. Es bleibt weiterhin so, dass man sehr skeptisch oder kritisch auf das Leben schaut. Dann ist der Mond hier im 12. Haus, wird dann hier ins erste wechseln. Das heißt, man ist so ein bisschen im Verborgenen mit seinen Emotionen und dann in der zweiten Tageshälfte wird man vielleicht eher emotionaler sich zeigen. Aber natürlich weiterhin bleibt so, dass man sich eher verhalten emotional zeigt und eher rational, weil das Zeichen Jungfrau ja ein rationales Zeichen ist. Also, so viel zum heutigen Tag. Dann wünsche ich dir einen wunderbaren Dienstag. Das ist ja ein Mars-Tag, also ein Power-Tag möglicherweise. Dann hoffe ich, dass du eine schöne Zeit heute erlebst. Bedanke mich für Kommentare. Freue mich über Liken, Teilen, Abonnieren meines Kanals. Wenn du wissen möchtest, wie für dich die Sterne stehen, kann ich dir eine Beratung ans Herz legen. Der Link ist hier unter dem Video. Kannst du mich einfach anschreiben über das Kontaktformular. Und ansonsten bis morgen. Alles Gute. Tschüss.